Raumgewinn ist ein Trendsetter, ist Inspiration. Das fängt schon damit an, wenn Sie reinkommen. Wow, was ist denn das hier? Im Raumgewinn sind wir für Sie da, damit Ihr Traum vom eigenen Haus oder der sanierten Wohnung wahr werden kann. Unsere Kunden sagen, wir brauchen jemanden, der uns an die Hand nimmt und die ganze Sache für uns stressfrei gestaltet. Eben aus einer Hand, lass uns das gemeinsam angehen. Besuchen Sie uns in Dresden, Gehrockstraße. Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Montag. Neues und Interessantes aus dem Lausitzer Seenland. Hallo und herzlich willkommen zur Montagsausgabe der Lausitzwelle Regionalzeit. Wie immer zu Wochenbeginn mit Meldungen der vergangenen Woche aus dem Lausitzer Seenland. Wir starten mit Neuigkeiten aus Hoyerswerda. Denn hier gibt es jetzt ein neues Wohnzimmer. Was Besucher hier machen können und für wen der neue Ort eingerichtet wurde, das sagen wir Ihnen. Der Hoyerswerda Großvermieter, die Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda, geht sozusagen in die Offensive. Mitten im Globus Einkaufsmarkt am Kamenzer Bogen hat die Wohnungsgesellschaft ihren ersten neuen Anlaufpunkt, das sogenannte WH-Wohnzimmer, eröffnet. Hier kann künftig jeder einfach reinschauen und sich sowohl zu den alten als auch zu den neuen Wohnungsangeboten sowie über das ein oder andere Projekt der WH informieren. Geschäftsführer Steffen Markgraf verspricht sich von der neuen Außenstelle vor allem neue Mieter. Schließlich kommen rund 100.000 Menschen pro Monat hierher einkaufen. Natürlich haben wir auch die Zielgruppe der Menschen, die über den Strukturwandel zu uns kommen. Sie haben ja auch die Tage berichtet, dass hier im Bundeswehrbataillon gleich in der Nähe von Hoyerswerda in Straßgräbchen bald die Pforten öffnen wird. Entschuldigung. Und das sind alles ja Menschen, die brauchen Wohnung. Die wollen vielleicht erstmal kurzfristig hierher kommen, dann langfristig. Das sind unsere Zielgruppen. Natürlich auch andere Strukturwandelprojekte zahlen natürlich ein auf Menschen, die hierher kommen. Menschen, die hier Arbeitsplätze vorfinden, entweder aus der bestehenden Unternehmerschaft heraus, dem bestehenden Unternehmen, aber eben auch neue Arbeitsplätze werden ja hier in der Zukunft auch da sein. In und um Hoyerswerda, jetzt Schwarzkolm zum Beispiel, die riesen Halle, die dort entstehen wird, bis wahrscheinlich 200-300 Arbeitsplätze. So, und für diese Menschen wollen wir da sein und wollen auch vielleicht noch ein Stückchen präsenter sein, als wir es bisher in der Hermannstraße sind. Zwei Mitarbeiter sind hier ab sofort vor Ort. Natürlich geht es beim Wohnzimmer nicht nur um Neumieter, auch Bestandsmieter seien laut Markgraf jederzeit willkommen, um aktuelle Anliegen zu klären. Das ehemalige Ladenlokal fast direkt am Eingang wartet dabei vor allem mit einer gemütlichen Atmosphäre auf. Täglich von 9 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr sind die Mitarbeiter der WH hier vor Ort. Der Badmintonverein Hoyerswerda 1960 war am vergangenen Samstag Ausrichter der sächsischen Mannschaftsmeisterschaften im Nachwuchs. In der Turnhalle der christlichen Schule Joanneum wurde um die begehrten Titel und die damit verbundene Qualifikation für die Südost-Mannschaftsmeisterschaft gekämpft. Im Jugendbereich traten lediglich zwei Mannschaften an, von denen sich die SG Gittersee gegen den BV Marienberg durchsetzen konnte. Beim Wettbewerb der Kinder ging es zwischen den fünf teilnehmenden Teams durchaus spannender zu. Im Spielsystem jeder gegen jeden konnte ebenfalls die Mannschaft der SG Gittersee den Titel erringen. Platz 2 ging an die Sportfreunde der HSG DFK Leipzig und auf dem Bronzerang landeten die Badmintonspieler des BV Marienberg. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft wird ihr letztes Vorbereitungsspiel zur Weltmeisterschaft in der Eisarena Weißwasser austragen. Das hat der Deutsche Eishockeybund DEB jetzt mitgeteilt. Als amtierender Eishockey-Vize-Weltmeister trifft das Team Deutschland am 6. Mai auf die Auswahl Frankreichs. Nach 2014 und 2018 ist die Glasmacherstadt damit erneut Austragungsort für ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Die diesjährige Eishockey-WM findet vom 10. bis 26. Mai in Tschechien statt. Karten für das Vorbereitungsspiel gegen Frankreich sind schon jetzt im Internet unter deb-online.de zu erwerben.
Der von der Brandenburger Staatskanzlei ausgelobte Wettbewerb Zukunft Ehrenamt geht in die dritte Runde. In diesem Jahr dreht sich alles um die Frage, wie das Ehrenamt und das Vereinsleben nachhaltig gesichert und weiterentwickelt werden können. Außerdem stehen die Themenbereiche Vielfalt und Zusammenhalt sowie Krisenbewältigung im Fokus. Bis zum 15. März können Projektvorschläge online eingereicht werden. Insgesamt stehen 15.000 Euro Preisgeld zur Verfügung. Vom Sieger wird ein Video gedreht, das auf ehrenamt-in-brandenburg.de veröffentlicht wird und das er oder sie nutzen kann. Alle Informationen zum Wettbewerb und zum Bewerbungsformular gibt es im Internet unter ideen-wettbewerb-zukunft-ehrenamt. Rund 800.000 Brandenburger engagieren sich ehrenamtlich für das Gemeinwesen. Eine knapp 230 Jahre alte Stieleiche musste kürzlich im Schlosspark Lauchhammer entfernt werden. Da ein klassisches Fällen nicht möglich war, wurde der markante Baum durch eine Fachfirma nach und nach abgetragen. Die Eiche stand mit einem Stammumfang von fast 5 Metern und einer Höhe von 24 Metern direkt am Spielplatz im Schlosspark. Ein Baumgutachten hat ergeben, dass die Wandstärke im Bereich des Stammfußes nur noch sehr gering ist und die Eiche damit nicht mehr sicher steht. Ursache ist ein Befall des Baumes durch den Weidenbohrer. Nach einer entsprechenden Ruhezeit soll an gleicher Stelle eine neue Eiche nachgepflanzt werden. Ein neues Veranstaltungsformat will der Kreissportbund Bautzen ab Mai starten. Mit dem Familiensportstättenlauf möchte er auch eher abgelegene oder nicht so allgemein bekannte Sportstätten vorstellen und lädt dazu insbesondere Familien ein. Das ist eines seiner Projekte im Plan für dieses Jahr, heißt es in einer Information. Die Kita-Olympiade startet Ende Februar mit einem Teilnehmerrekord und wird im April die sportlichste im Landkreis Küren. Ein Höhepunkt wird der Tourstopp des Deutschen Olympischen Sportbundes mit dem Sportabzeichen Tross in Kamenz sein. Am 6. September heißt es dann: höher, schneller, weiter. Jeder kann das deutsche Sportabzeichen im Stadion der Jugend in Bautzen ablegen. Wer im Landkreis Bautzen ein Ehrenamt bekleiden möchte, kann sich im Internet auf der Plattform ehrensache.jetzt informieren. Sie enthält einen Überblick über aktuelle Einsatzstellen in der Umgebung. Darauf weist die Stadt Bischofswerda ausgegebenem Anlass hin. Gemeinnützige Organisationen können dort auch kostenfrei Inserate schalten, wenn sie Freiwillige suchen. Einbringen kann sich jeder, egal ob im Naturschutz, beim Sport oder im Museum, heißt es weiter. Die Plattform ist seit 2020 im Landkreis Bautzen online und hat schon zahlreiche Ehrenamtliche vermitteln können. Es wird empfohlen, den regionalen Einstieg des Bautzener Landratsamtes unter lkbautzen.ehrensache.jetzt zu nutzen. Wie das Statistische Landesamt Sachsen informiert, waren im Wintersemester 2022-23 an den Hochschulen im Freistaat fast 13.000 Studentinnen in den sogenannten MINT-Studienfächern in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik immatrikuliert. Das entspricht einem Anteil von 29% an den Studenten insgesamt in den Fächern. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Frauenanteil in den MINT-Studienfächern damit um fast einen Prozentpunkt. Wie die Statistiker weiter mitteilen, lag auch beim wissenschaftlich-künstlerisch tätigen Personal an den sächsischen Hochschulen der Frauenanteil mit fast 45% höher als in den Vorjahren. Am 11. Februar findet der Internationale Tag der Mädchen und Frauen in der Wissenschaft statt. Das Kammermusikfest Oberlausitz startet am kommenden Mittwoch die zweite Ausgabe seiner Akademie. Im barocken Schloss Gröditz im Landkreis Bautzen werden 15 Nachwuchsmusiker anspruchsvolle Kammermusikliteratur erarbeiten. Angeleitet werden sie von renommierten Dozenten der Dresdner Musikhochschule, heißt es in der Information. Die Ergebnisse der Akademie werden in einem Abschlusskonzert am 18. Februar in der evangelisch-lutherischen Kirche Baruth der Öffentlichkeit präsentiert. Die Festivalmacher werden indes im Schloss strategische Zukunftspläne entwickeln. Sie betreffen unter anderem in verschiedenen Workshops das Festival selbst, seine Akademie und das Bildungsprogramm. Das Kammermusikfest Oberlausitz, gegründet 2020, ist Sachsens jüngstes Klassikfestival und Teil der Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz.
Die Einwohnerversammlung zum umstrittenen Einzelhandels- und Zentrenkonzept für Hoyerswerda soll am 21. Februar ab 17 Uhr in der Lausitzhalle stattfinden. Die Verlegung vom ursprünglich vorgesehenen ABO-Gebäude in der Thomas-Münzer-Straße war wegen der voraussichtlich großen Teilnehmerzahl erforderlich geworden, so die Begründung der Stadtverwaltung. Insbesondere der Austausch der Argumente von Befürwortern und Gegnern des Einzelhandelskonzeptes im Projekt Neue Künigter Heide dürfte für breites Interesse unter den Stadtbewohnern sorgen. Mit der öffentlichen Einwohnerversammlung soll nun mehr Transparenz zu den Bebauungsplänen auf dem Areal des früheren WK9 geschaffen werden. Der endgültige Beschluss zum neuen Einzelhandels- und Zentrenkonzept ist dann bei einer Sondersitzung des Stadtrates am 12. März geplant. Schon jetzt haben Interessierte die Möglichkeit, sich zum Thema im Lausitzwelle-Fernsehen zu informieren. Die Aufzeichnung einer Gesprächsrunde mit den direkt beteiligten Akteuren können Sie am Donnerstag ab 13 Uhr bzw. nochmals ab 16.30 Uhr in unserem Programm sehen. Zudem ist die Talkrunde jederzeit im Internet auf dem Lausitzwelle-YouTube-Kanal abrufbar. Der Museumsverbund des Landes Brandenburg hat einen Leitfaden herausgegeben, der Museen dabei unterstützt, passgenaue Vermittlungsangebote für blinde und seheingeschränkte Menschen zu entwickeln. Die darin vorgestellten Methoden sind so aufbereitet, dass sie sich auch für die Konzeption von Vermittlungsformaten anderer Zielgruppen eignen. Der Leitfaden bietet außerdem einen praxisorientierten Einstieg in die gesamte Thematik. Er enthält auch Tipps und Hinweise, wie verschiedene Maßnahmen schnell und kostengünstig umgesetzt werden können. Allen Interessierten steht der Leitfaden zum kostenfreien Download auf der Homepage des Brandenburger Museumsverbundes zur Verfügung. Erst 2023 war Dr. Med. Marion Mende mit ihrer Hausarztpraxis vom ehemaligen Ärztehaus 2 in Lauchhammer West in das nur wenige Meter entfernte sanierte Gebäude in der Bockwitzer Straße gezogen. Nun konnte auch eine Nachfolgerin für die 73-Jährige gefunden werden. Bereits seit Jahresbeginn leitet Rebecca Kaupisch die Arztpraxis des MVZ Epikur Bad Liebenwerda. Die 39-Jährige ist Fachärztin für Innere Medizin und hat ihren Lebensmittelpunkt im nicht weit entfernten Doberlo-Kirchhain. Rebecca Kaupisch arbeitete vor ihrem Wechsel in einer Hausarztpraxis im Elbe-Elster-Klinikum. Ende Februar beginnt in Hoyerswerda die diesjährige Ausbildung zur Übungsleiter C-Lizenz im Breitensport. Der Kreissportbund Bautzen startet am 26.02. mit dem Aufbaulehrgang, bei dem unter anderem Themen wie das Veranstaltungsmanagement und die Trainings- und Bewegungslehre geschult werden. Zum Erlangen der Lizenzstufe C ist das Absolvieren von 2 Lehrgängen notwendig. Ab Mitte März schließt dann direkt der Lizenzlehrgang an. Weiterhin ist eine Teilnahme an einem Gruppenlehrgang notwendig. Die einzelnen Module der Ausbildung können über das Bildungsportal Sport für Sachsen gebucht werden. Vereinzelt stehen für die Lehrgänge in Hoyerswerda noch Teilnehmerplätze zur Verfügung. Seit September wird die komplette Außenanlage des Mehrgenerationenhauses in Lauchhammer sowie des Vereinshauses Domizil neu gestaltet und barrierefrei ausgebaut. Gegenwärtig hat die Sanierung der Betonflächen unmittelbar hinter dem Gebäude begonnen. Dieser Bereich wurde gesperrt. Eine Ausgabe der Tafel aus dem Gebäude ist daher während der Baumaßnahmen nicht möglich. Sie erfolgt aus dem Fahrzeug heraus vor dem Haus. Die Stadt Lauchhammer bittet um Verständnis. Zum Jubiläum der Eisernen Hochzeit zog es Helga und Joachim Sikora zurück nach Lauchhammer. Seit 1967 wohnen sie in Berlin, hatten aber am 31. Januar 1959 in Lauchhammer geheiratet. An ihrem 65. Hochzeitstag kehrten sie zum Ort ihrer Trauung nebst Familie zurück. Helga und Joachim Sikora waren sichtlich gerührt und dankbar, denn die Stadt Lauchhammer war der Ursprung ihrer Familiengründung. 3 ihrer insgesamt 4 Kinder sind in Lauchhammer geboren. Der älteste Sohn wurde einst auch in Lauchhammer eingeschult. Sachsens Tourismusregionen starten mit zahlreichen touristischen Angeboten in die Winterferien. Der Freistaat setzt in der Ferienzeit auf Wintersport, aber auch auf ganzjährige Attraktionen. In der Oberlausitz bieten unter anderem die Museen in Bautzen, Kamenz und Görlitz spannende Ferienangebote. Als Wanderung empfiehlt sich besonders der Naturerlebnispfad Guttower Teiche im UNESCO-Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Schloss Rammenau lädt Kinder ab 5 Jahren in den Winterferien zum Backen in die Gesindeküche ein.
Wann gehst du endlich mal wieder mit mir zum Wandern? Ich kann nicht mit dir zum Wandern gehen. Meine Knie schmerzen mich so sehr und plagen mich. Ja, dann probier doch einfach mal Rosaxan. Mir hat Rosaxan unglaublich geholfen. Rosaxan? Ja, Rosaxan gibt's in jeder Apotheke. Ich probier's aus. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Wohnen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Na, Lust auf Veränderung oder mal was anderes? Wir suchen Handwerker MWD in Vollzeit, die Wohnungen für unsere Mieter instand setzen. Sie sind Anlagenmechaniker für Heizung, Sanitär- oder Klimatechnik, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik oder Bodenleger, Maler und Lackierer oder auch Tischler. Dann sind Sie bei uns herzlich willkommen. Ihre Bewerbung senden Sie einfach per E-Mail an bewerbung@wh-hy.de. Willkommen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Die Operngala in Doberlug-Kirchhain mit Weltstar Rolando Villason und dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt. Am 22. Juni auf der Schlosswiese in Doberlug. Ein Erlebnis mit klassischen Opernhits von Mozart bis Verdi und Ohrwürmern der Operette und mit einem Feuerwerksspektakel der Sonderklasse. Jetzt schon Karten sichern, online über spk-elbe-elster.de/ticketshop. In Hoyerswerda soll ein neues Einzelhandels- und Zentrenkonzept beschlossen werden. Um sich zukunftsfähig aufzustellen, ist die Entstehung eines neuen Wohnquartiers mit zugehörigen Versorgungseinrichtungen geplant. Das Projekt wird allerdings kritisch betrachtet, zumindest von den in der Zusestadt ansässigen Einzelhändlern und Centermanagern, wie die Fragestunde der Einwohner zur jüngsten Stadtratssitzung Ende Januar zeigte. Mit rund 3,5 Stunden Länge war die Januartagung des Hoyerswerdaer Stadtrates nicht nur hinsichtlich der Zeit rekordverdächtig. Auch die Zahl der Gäste sprengte teilweise den Rahmen der Platzkapazität. Entscheidend dafür waren offensichtlich die umstrittenen Bebauungspläne für den ehemaligen Wohnkomplex 9, die in einem neu erstellten Einzelhandelskonzept als neue Künichter Heide ausgewiesen sind. Bereits die Fragestunde der Bürger wurde mit rund 70 Minuten mehr als ausgeschöpft, wobei man sich allerdings des Eindrucks einer inszenierten Veranstaltung von ausschließlich Bebauungsgegnern nicht erwehren konnte. Entsprechend emotional und teils persönlich waren dann auch die Fragen an Oberbürgermeister Ruban C. Ist Ihnen bewusst, persönlich, dass Sie die Verantwortung dafür tragen, gegebenenfalls die Stadt weiter zu zerflattern? Durch die einerseits Ansiedlung und andererseits den drohenden Leerstand an anderer Stelle. Die von mehreren Bürgern geäußerte Vermutung, dass er als Stadtchef das Projekt sozusagen durchdrücken wolle, begegnete der OB mit Hinweis auf seinen Stimmanteil. Hier will ich nochmal ganz klar und deutlich sagen, ich denke, jeder, der hier im Saal sitzt, also nicht nur ich, sondern auch die Stadträte, sind sich bewusst, dass sie Verantwortung tragen. Und ich sage auch hier nochmal, eine Stimme, 30 Stimmen. Also ich alleine, dass ich es zerflettere. Hoyerswerda, so die Argumentation der Skeptiker, verfüge bereits jetzt über zu viel Einzelhandelsfläche. Insbesondere die Gefährdung des bestehenden Einzelhandels im Lausitz- und Treff-8-Center mit drohendem Leerstand, aber auch Ängste vor dem Jobverlust waren weitere Argumente. Im vorliegenden Einzelhandels- und Zentrenkonzept wird das Projekt Neue Künichter Heide befürwortet, zumal auch wegen der gleichfalls geplanten modernen Wohnbebauung und fußläufig erreichbaren Geschäften. Zudem rechnet die Stadtverwaltung mit dem Zuzug neuer Bürger, denen man attraktive Wohnangebote unterbreiten müsse, so Oberbürgermeister Ruban C. Skeptisch dazu zeigte sich der frühere Lausitz-Center-Manager Dieter Henke. Wie viele neue, attraktive und gut bezahlte Arbeitsplätze wurden bereits geschaffen? Und wie viele werden voraussichtlich durch ihr breit aufgestelltes Engagement realistisch zu erwarten sein? Und welche Rolle nimmt in dieser ganz sicher hochkomplexen und sicherlich überaus anspruchsvollen strategischen Ausrichtung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Stadtentwicklung ein von einem überregional angesiedelten Projektentwickler aus dem Boden gestampfter Supermarkt ein? Im Moment, was ich gelesen habe,
Maja macht zu, aber ich lese selten, dass es neue Dinge gibt, die bereits unterschriftsfertig sind. Neben den um rund 30% in den letzten Jahren gestiegenen Einnahmen aus Gewerbesteuern konnte der Hoyerswerdaer Oberbürgermeister in seiner Antwort auf weitere positive Entwicklungen verweisen. Erstens muss ich dazu sagen, werden wir immer wieder auch von den Stadträten oder auch von der Stadtbevölkerung in die Zange genommen, dass wir als Stadt dafür verantwortlich sind, auch Ansiedlungen, die im Umfeld, auch Schwarze Pumpe, da wurde ich auch hier schon gefragt, was macht denn die Stadt? Ist die Stadt denn überhaupt beteiligt bei den tausenden Arbeitsplätzen, die dort geschaffen werden sollen? Tut die Stadt sich dort auch mit vor Ort präsentieren und tut die Stadt sich darauf vorbereiten? Ja, das machen wir. Allerdings kann ich Ihnen heute nicht garantieren, wie viele Tausend es wirklich in Schwarze Pumpe werden. Ich kann nur sagen, dass dort einige Firmen am Start sind, einige Firmen, auch wie die Firma Altec, von vornherein diesen Standort gewählt haben. Wissenschaftlicher Bereich ist das Zirk Econ. Ja, also da kann ich Ihnen dezidiert jetzt genaue Arbeitsplätze nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass bei uns definitiv die Firma Jadus sich um wenigstens 300 erweitern wird. Ich kann Ihnen sagen, dass da komme ich gerade auch her, dass aus Dresden, dass wir heute die erste Jury-Sitzung hatten zu unserem Forschungscampus, bei denen es ca. um 300 und bis 350 direkte Arbeitsplätze geht. Wir haben heute entschieden, welche von den bisher beteiligten Unternehmen im Architektenwettbewerb, welche drei jetzt in das zweite Rennen gehen, sodass das auch ganz planmäßig dann zum Start, Baubeginn und 26 eröffnet werden kann. Ich kann Ihnen weiterhin sagen, dass wir immer im engen Kontakt sind, auch mit den Umlandgemeinden, zum Beispiel das Thema in Bernsdorf. Auch hier kann ich das nochmal ganz klar sagen. Die Wärmepumpenhersteller mit 600 bis 650 Arbeitsplätze, ja, die waren zuerst in Hoyerswerda. Nur dummerweise war es mal ein Joint-Venture-Partner von Jados und man hat letztendlich sich nicht über das Grundstück einigen können und Jados erweitert selber. Demzufolge haben wir es aber organisiert mit unseren umliegenden Gemeinden, dass sie in unserer Nähe zum Aufschlag kommen und weitere 600 Arbeitsplätze dort entstehen. Und wir sind auch hochgradig daran beteiligt gewesen, dass die Bundeswehr mit 700 bis 800 Arbeitsplätzen, reine Uniformierte, dazu zivilen Arbeitsplätzen herkommt. Ob die Projektgegner letztlich umzustimmen sind, bleibt abzuwarten. Einen Stadtratsbeschluss zur neuen Künichter Heide gab es an diesem Abend jedenfalls nicht. Nun soll eine einstimmig beschlossene Einwohnerversammlung am 21. Februar den offensichtlich noch vorhandenen Informationsbedarf klären. Der Beschluss zum neuen Einzelhandels- und Zentrenkonzept ist dann bei einer Sondersitzung am 12. März geplant. Die komplette Stadtratssitzung vom 30. Januar ist jederzeit im Internet auf dem YouTube-Kanal von Hoyerswerda abzurufen. Winterschlaf bei der Waldeisenbahn Muskau? Fehlanzeige. Man kann es noch nicht mal als vorzeitiges Frühlingserwachen bezeichnen, denn Ruhe herrscht hier in der Weißwasseraner Teichstraße eigentlich nur nachts und an Wochenenden. Doch bevor wir uns in die Werkhallen und nach draußen begeben, treffen wir uns erstmal mit Waldbahnchef Heiko Lichnock in seinem Büro, also quasi dort, wo alle Fäden zusammenlaufen. Hier drin ist relativ ruhig, draußen in den Werkstätten reges Treiben. Mit wie vielen Leuten seid ihr aktuell zugange? Na, wir sind übers Jahr im Schnitt 10 Mann Stammpersonal und die Leute denken ja immer im Winter, wenn wir dann Saisonpause haben, dass wir dann in Winterschlaf verfallen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir haben im Winter dann die Instandhaltung der Strecken und der Fahrzeuge auf dem Plan und sind froh, wenn wir das dann bis zum Saisonbeginn Ostern alles absolviert haben. Und auch hier an der Geschäftsstelle, man sieht es, ist der Schreibtisch voll und Langeweile kommt nicht auf. Zurzeit haben wir neben den normalen Arbeiten zur Saisonvorbereitung dann auch noch die Umsetzung des großen Strukturwandelprojektes vor der Brust. Wir sind ja dabei, die Gleisanlagen zu sanieren, für die nächsten Jahrzehnte zu ertüchtigen. Und parallel bereiten wir noch vor den Neubau eines Gästeempfangs an unserer zentralen Abfahrtsstelle Bahnhof Weißwasser-Teichstraße. Das alles noch vor Ostern? Also den Gästeempfang auch noch vor Ostern? Naja, der Gästeempfang ist jetzt erstmal in der Planung, die sogenannte Leistungsphase 3, die Entwurfsplanung. Und wenn die dann abgeschlossen ist, dann können wir da die Fördermittel beantragen und dann die Baugenehmigung vorbereiten. Das wird dann bis Ende des Jahres in Anspruch nehmen. Und wenn das dann alles durch ist, können wir die Bauleistung ausschreiben im nächsten Jahr und dann bis 2027 hoffen wir,
das dann absolviert zu haben. Also ganz so schnell geht es dann doch nicht, aber das ist auch ein wahnsinniger Berg Arbeit noch. Ostern ist dieses Jahr relativ früh. Schafft ihr das alles noch? Ja, also wir brauchen ja zu Ostern noch nicht alle Fahrzeuge. Wir haben ja rund 30 Personenwagen. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass wir dann die Fahrzeuge, die wir gerade für Schlechtwetter auch brauchen, denn Ende März, Anfang April kann es ja noch kalt oder auch nass sein, die Fahrzeuge müssen wir dann fertig haben, also die geschlossenen Personenwagen und die halboffenen. Aber die ganz offenen, die wir dann nur im Sommer brauchen, die können wir tatsächlich dann im April noch in der Instandhaltung durchziehen. Und im Mai, wenn dann, sage ich mal, das schöne Wetter halbwegs garantiert ist und auch die Blüte in den Parkanlagen die Gäste dann zuhauf hierher lockt, dann werden die Fahrzeuge auch mit Einsatz bereit sein und wir können dann immer wetterentsprechend unsere Züge bilden, so wie es hier Usus ist. Und an den Gleisanlagen wird auch gearbeitet. Wie geht es da voran? Ja, also wir haben da jetzt gerade zwei Schwerpunkte. Einmal auf der Strecke von Weißwasser nach Bad Muskau werden Schwellen gewechselt und da werden eben diese Recycling-Kunststoffschwellen eingebaut. Dort ist jetzt ungefähr ein guter Kilometer von 7 Kilometer mit dem Schwellenwechsel durch. Und in diesem Winter haben wir 3,5 Kilometer auf dem Plan. Im nächsten Winter dann die anderen 3,5 Kilometer. Und ja, wir sind da jetzt optimistisch, dass das bis Ostern mit ein paar Restarbeiten im April vielleicht noch dann auch zum Abschluss kommt. Und der andere Schwerpunkt ist unsere Tonbahn zum Schweren Berg. Dort ist ein bisschen mehr Arbeit notwendig, weil dort waren relativ kleine Schienen verbaut, die inzwischen verschlissen sind. Und auf einer Länge von 3 Kilometern werden diese Schienen neben den Schwellen auch mit ausgewechselt. Und das Ganze soll bis Ende Mai abgeschlossen sein, sodass wir dann ab Juni dort Fahrten anbieten können. Die Tonbahnfahrten sind immer relativ schnell ausverkauft. Ab wann kann man sich da Karten sichern? Wir haben jetzt unseren neuen Online-Shop am Start. Und mit diesem Neustart des Online-Shops sind auch die Tickets für die Tonbahnfahrten für 2024 mit in den Verkauf gegangen. Das heißt, wer da Interesse hat, kann jetzt die Tickets schon im Vorverkauf erwerben. Also wir haben unsere Homepage waldeisenbahn.de und da geht man einfach auf Shop oder auf Tickets und dann kann man im Prinzip im Shop für die Sonderfahrten die Tickets erwerben. Sonderfahrten sind eben diese Touren auf der Tonbahn. Die Mondscheinfahrten, die Weihnachtsmannfahrten und die Halloweenfahrten. Für die regulären Züge von Weißwasser nach Kromlau und Bad Muskau gibt es dann wie gewohnt die Tickets vor Ort. Die gibt es nicht im Vorverkauf, sondern nur für diese Sonderveranstaltung. Zeit, sich das emsige Treiben selbst mal anzuschauen. Die braune Lok ist jetzt in einer normalen Instandhaltung, in der Durchsicht. Hier werden also jetzt Motor, Getriebe, Fahrwerk auf mögliche Beeinflussung jetzt durch den Betrieb aus dem letzten Jahr untersucht und die normalen Wartungsarbeiten gemacht, also Ölwechsel und so weiter. Und wenn nichts ist, dann geht die im Prinzip wieder zurück in die Fahrzeughalle und die nächste Lok wird reingeholt und dann fürs nächste Jahr vorbereitet. Ja, und hier im Hintergrund die blaue Lok, die ist in der Hauptuntersuchung. Die ist also auch gerade ausgeachst, also die Radsätze, die sind schon aufgearbeitet, die liegen dahinter. Und die Achslager gerade vorbereitet für den Einbau und die Kollegen sind gerade dabei, die Druckluftanlage instand zu setzen. Da kommt man nur jetzt ran, wenn die Radsätze raus sind und wenn das soweit ist, wird die wieder auf ihre Räder gestellt, sage ich mal, wieder eingeachst und dann kann die ihre Probefahrt machen und zum Schluss bekommt sie dann eine neue Farbgebung. Ja, und dann ist die auch wieder für die nächsten 8 Jahre nach abgeschlossener Hauptinstandsetzung für den Betrieb bereit. Ja, und hier ganz hinten haben wir dann die Wagenuntersuchung. Da werden alle 30 Personenwagen jährlich einmal untersucht. Und parallel dazu haben wir noch 2 Wagen, die auch eine Hauptuntersuchung bekommen. Dazu werden dort die Drehgestelle zerlegt. Das ist hier im Hintergrund der Fall. Na, Lust bekommen, selbst mal oder selbst mal wieder mit der Waldeisenbahn zu fahren? Dann am besten einfach mal auf waldeisenbahn.de klicken. Das war sie schon wieder, die Regionalzeit am Montag rund um das Lausitzer Seenland. Morgen schauen wir ins Oberlausitzer Bergland, pünktlich ab 18.30 Uhr. Im Anschluss folgt hier die Drehscheibe Lausitz hier im Lausitzwelle Fernsehen. Auf Wiedersehen!
gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.